Hallo liebe Leute zum Decktech bei The Black Set. Ich stelle euch heute das Deck vor, was mit URL immer so ein bisschen um die Position Main Deck sich zankt, und zwar Mono Red Prison. Mono Red Prison ist, wie der Name schon sagt, halt ein monorotes Prison Deck, was versucht durch Lockpieces den Gegner beim Spielen zu stören oder halt nach Möglichkeit auch einfach ganz zu unterbrechen. Es gibt verschiedene Matchups, die gegen das Deck, je nachdem wie der Start aussieht, halt auch teilweise direkt surrendern. Fangen wir mal ganz einfach mit der Mana-Basis an. Die ist relativ unspektakulär, fängt an mit 4 Ancient Tomb. Ist halt ein sogenanntes Soul Land für Tappen für 2 Mana. Colorless Mana und man bekommt 2 Schaden. Dann kommen wir zu dem nächsten Land, das ist 4-mal die City of Traitors. Die kann man tappen für 2 Mana, ohne 2 Leben zu bezahlen, beziehungsweise 2 Schaden zu kriegen. Allerdings muss man das Land opfern, sobald ein anderes Land ins Spiel kommt. Ist halt gerade wichtig für Turn-1-Plays, wenn man, je nachdem wie die Hand aussieht, ob man die City droppen will oder nicht. So, dazu kommen dann 11 Mountains. Hier ein Split von 5 Snow-Covered, 6 normalen Mountains. Muss man nicht machen, ich mach's lieber so. Einfach für den Fall, dass ein Predict-Druck läuft. Dann, zwar keine Länder, aber Mana, haben wir 4 7 Spirit Guide im Deck. Einfach nur, um möglichst early auf mit den Ländern auf 3 Mana zu kommen. Weil, wie man gleich sehen wird, hier drin kostet relativ viel 3 Mana oder mehr. Seven Spirit Guide, einfach ein 3 Mana 2-2, den man von der Hand exilen kann und ein rotes Mana zu kriegen. Die Karte, mit der richtig bekloppt wird, ist dann diese hier. Spielen wir auch 4 Mal, ist der Chromox. Chromox einfach mit Imprint, das heißt, wenn der ins Spiel kommt, removed man Non-Artifact, Non-Land-Card von der Hand und kann den tappen für Mana, das die imprintete Karte hatte. Gerade mit dem Seam Spirit Guide in der Hand, wenn man den Chromox spielt, hat man permanent dieses eine rote Mana, das der Spirit Guide einmacht. Oder man gibt halt eine andere Handkarte auf, die man gerade eh nicht braucht. So, das sind dann quasi unsere Mana-Steine bzw. unsere Länder, unsere Mana-Basis. Kommen wir jetzt zu dem, was das Deck zu dem Deck macht, was es ist. Und zwar die Prison Pieces. Da haben wir zum einen den Klassiker Chalice of the Void. Chalice of the Void, Mana kosten Doppel-X, kommt mit X Charge Countern ins Spiel. Und immer wenn ein Spieler einen Zauber spielt, der die Mana-Kosten gleich der Charge Counter auf Chalice hat, wird er gecountert. Wichtig ist, ein Triggered Ability kann man auch vergessen. Aber in der Regel bei Chalice of 1 ist gesetzt, gerade mit den City of Traitors oder den Ancient Tombs oder halt eine Mountain plus Seam Spirit Guide oder eine Mountain plus den Chromox, kriegt man das easy hin, die Turn 1 auf 1 zu droppen. Gegen manche Decks ist Turn 1 auf 0 auch gut, zum Beispiel gegen Storm, damit die sowas wie LDD oder Lotus Petal nicht rauskriegen. Turn 1 auf 2 ist sehr handkartenaufwendig und hat Drawback für einen selber, von daher würde ich es meistens lassen und wenn überhaupt dann im Spielverlauf machen. Dann haben wir hier im Mainboard noch 3 Trinisphären. Trinisphären, 3 Mana Artefakt und bei dem Artefakt auch ganz wichtig noch der alte Parsis, solange es untapped ist, also enttappt ist, kosten alle Spells, die weniger als 3 kosten würden, 3. Ist auch schon ein schönes Beispiel drauf. Wenn zum Beispiel ein Spell ein schwarzes und ein farbloses kostet, müsste der Spieler dann, um ihn überhaupt spielen zu können, ein schwarzes und 2 farblose zahlen. Bedeutet zum Beispiel auch, Force kostet mit Pitch 3 Mana. Ist eine sehr, sehr schöne Karte, die man auch sehr schnell Turn 1 droppen kann. Und gerade Turn 1 ist die halt sehr, sehr stark, weil die den Gegner sehr, sehr hart delayed, weil er bekommt dann nichts aufs Board bis wahrscheinlich Runde 3 und die Karte ist dann halt einfach gut, weil die halt mehrere Runden lang unser Zeug beschützt und wir in aller Seelenruhe unsere Sachen casten können. Weiteres Prison Piece in Anführungszeichen
ist die Ensnaring Bridge. Ich spiele mir hier 3 von Main. 3 Mana-Artefakt, wie man sieht, ziemlich viel mit 3 Mana. Und Kreaturen mit der Stärke größer als deinen Handkarten können dich nicht angreifen. Bei dem Deck, wo man sehr, sehr viel von der Hand exiled oder imprintet und sehr, sehr schnell Turn 1, Turn 2 die Hand leer räumt, relativ safe ein Weg, den man gehen kann, um nicht mehr angegriffen zu werden. Beschützt dann auch Planeswalker, die man spielt, und generell nicht angegriffen zu werden, ist meistens nicht das Schlechteste. Dreimal die. Dann die Karte, die Mono Red Prison eigentlich zu einem Ding überhaupt macht, beziehungsweise zu dem besten Prison Deck, das ist der Blood Moon. Blood Moon, ein rotes und 2 farblose, wieder 10C3. Ganz leichter Parsus, all non-basic lands are now basic mountains. Heißt eigentlich All Non-Basic Lands are Mountains, weil sowas wie ein Standardland-Typ wird nicht hinzugefügt. Das heißt einfach, die Länder sind Mountain. Sprich, Fetch-Länder werden nur noch für Rot getappt, können nicht mehr gefetcht werden. Duels tappen nur noch für Rot. Hat den Drawback zum Beispiel, dass Dark Depths ohne Marken ins Spiel kommt. Dafür aber halt auch sowas wie Vesuva ins Spiel kommt, ohne dass eine Karte, ein Land kopiert werden kann. Gibt dem Deck halt auch einen sehr, sehr guten Push, weil man spielt nur rote Karten. Und da 4 Moons nicht genug sind, spielen wir noch 3 Magus of the Moon. Im Endeffekt Blood Moon on a Stick als 2-2er Buddy, auch für 3 Mana. Und der sagt dann halt auch Non-Basic Lands are Mountains. Zudem muss man dann auch noch ganz schön sagen, wenn Uko den zu einem 3-3er Elsch macht, hat man einen 3-3er Elsch, der alle Non-Basic Lands zu Mountain macht. Layer macht's möglich. So, das ist dann quasi unsere Prison Shell. Also relativ einfach zu erklären. Interrupten des Spielens von Spells, Interrupten des Spielens von Spells, Interrupten vom Mana und du greifst mich nicht an. Kommen wir jetzt zu den Karten, mit denen wir gewinnen. Bis jetzt hatten wir ja nur Karten, die entweder Mana generiert haben oder dafür gesorgt haben, dass der Gegner keinen Spaß mehr hatte. Zu den Karten, die relativ häufig zum Sieg führen, gehört der Goblin Rebel Master. Haben wir 4 Mana im Deck. Ist ein 3 Mana, 2-2er Goblin. Für ein rotes Mana und 2 farblose. Andere Goblins, die du kontrollierst, greifen an, wenn sie können. Und an Beginn des Kampfsegments bekommst du einen 1-1er roten Goblin-Token mit Eile. Das Schöne bei der Karte ist, der bekommt noch beim Angriff plus 1, plus 0 für jeden anderen angreifenden Goblin. Wenn man den natürlich dann Turn 1 ins Feld bringt, greift der erste Goblin halt für einen an. Dann kommen auf einmal 3 Goblins für 6 und immer so weiter. Der macht halt relativ schnell aus, gerade wenn man den Turn 1 aufs Board legt und der Gegner den nicht removen kann. Noch schlimmer wird es dann halt, wenn noch ein 2. kommt, weil dann stacken die Token halt einfach doppelt. Als Removal und Threat haben wir 3 Bonecrusher Giant im Deck. Relativ neue Karte, das Deck hat jetzt auch ein bisschen Liebe neulich noch bekommen mit den neueren Printings. Bonecrusher Giant ist ein 3-Mana 3-4er für ein rotes und 2 farblose. Wenn der getargetet wird, bekommt der Kontrollierer des Spells 2 Schaden. Das heißt, den loszuwerden mit einem Removal oder so, ist meistens damit verbunden, dass man sich noch 2 Schaden sackt. Und kann man als Stomp auch adventuren. Dann kann diese Runde kein Schaden verhindert werden und Stomp macht 2 Schaden an irgendeinem Target. Eine sehr, sehr solide Sache, die man spielen kann. Hier halt einfach 3-mal. Dann haben wir noch einmal als Removal die Fiery Confluence. Ein 4-Mana-Spell, Sorcery mit 2 roten und 2 farblosen. Man darf 3 Modi wählen, auch beliebig oft doppelt. Also bis zu 3-mal doppelt. Entweder ein Schaden an jeder Kreatur, 2 Schaden an jedem Gegner, wohlgemerkt an jedem, nicht Target. Und man darf ein Artefakt zerstören. Das heißt, entweder 3 Artefakte zerstören, Schaden am Gegner oder 3 Schaden an jeder Kreatur oder eine beliebige Kombination aus den 3 Modi. Eine sehr, sehr gute Karte, gerade halt als Mass Removal, in Anführungszeichen, wenn halt nichts rumläuft, was gerade 3 oder mehr hinten hat. Dann kommen wir zu den Planeswalkern. Bei den Planeswalkern haben wir hier die Shandra Torch of Defiance. Ist ein 4-Mana Planeswalker für 2 rote, 2 farblose, kommt mit 4 Countern ins Spiel. Der plus 1, der oberste, ist exiliert eine Karte von der Top und man kann die casten oder die Chandra schießt jedem Gegner, auch hier wieder kein Target, 2 Schaden. Man muss sich halt sofort entscheiden, ob man die casten will. Dann der nächste plus 1 ist, man bekommt 2 rote Mana. Ist gar nicht so schlecht, wenn man die mal Turn 1 irgendwie durch ein
dummen Zufall und vielleicht eine gute Hand droppen kann, um noch eine Chalice auf 1 hinterher zu spielen. Minus 3, die schießt einer Kreatur 4 Schaden. Ist halt einfach nur ein Point Removal und minus 7 ist halt ein Emblem. Und das besagt halt ganz einfach, wenn man Spell castet, schießt dieses Emblem 5 Damage an irgendein Target. So, hätten wir die Chandra. So, kommen wir zum letzten Planeswalker im Bund und der letzten Mainboard-Karte, die ich vorstelle. Das ist Khan the Great Creator. 4 Mana Planeswalker, der mit 5 Countern reinkommt und mit dem Static-Effekt, dass Artefakte, die der Gegner kontrolliert, nicht aktiviert werden können. Ein sehr, sehr guter Base-Effekt ist quasi Null Rod, nur für den Gegner. Der Plus ist halt, bis zum nächsten Zug von dir wird ein Non-Creature-Artefakt zu einem Artefakt-Creature mit Power und Toughness gleich der Converted Mana Cost. Das heißt, unsere Trinksphäre wird dann halt auch mal so ein 3-3er. Oder halt die Ensnaring Bridge. Und mit Minus bekommen wir Zugriff auf Artefakte aus dem Sideboard oder dem Exile. Mit dem Minus 2, gerade mit dem Zugriff aufs Sideboard, das wird man gleich im Sideboard sehen, kann man halt auch eine Mega-Toolbox bauen. Und das ist halt auch die Karte, die das Deck jetzt in letzter Zeit so richtig gepusht hat. So. Wären wir mit dem Main Deck fertig. So, kommen wir nun zum Sideboard. Das Sideboard ist halt für die aktuelle Meta ein bisschen angepasst. Wird man gleich direkt auch sehen. Und zwar an 2 Pyroblast. Altbekannt, ein Mana-Spell von Rotes, halt einen blauen Spell countert oder ein blaues Permanentes zerstört. Wichtig bei dem Spell, der targetet auch, wenn die Karte nicht blau ist oder der Spell, damit man die Hand leer casten kann. Gerade mit der Ensnaring Bridge halt ungemein wichtig, weil man will nicht auf einem Pyroblast liegen bleiben, wenn der Gegner halt gerade keine Spells spielt, keine blauen oder keine blauen Targets hat. Dann haben wir wieder eine neuere Karte, zweimal die Chandra Awakened Inferno. Eine süße Lady, die mit 6 Mana, davon 2 roten, mit 6 Countern ins Spiel kommt und erstmal nicht gecountert werden kann. Hat schon so manches Force gefressen. Mit einem Plus 2 bekommt jeder Gegner, hier auch wieder ohne Target, ein Emblem, das zu Beginn dem Gegner halt zu Beginn der Upkeep ein Damage schießt. Der Minus 3 schießt allen Nicht-Elemental-Kreaturen 3 Schaden. Das halt auch extrem, weil damit räumt man so gut wie alles ab. Gerade eine ganze Menge Elche sterben dabei. Und mit dem Minus X schießt die eine Creature oder einem Planeswalker x Schaden. Und wenn das Permanente dabei auf dem Friedhof gelegt wird, wird das stattdessen auch noch exiled. Dann haben wir Graveyard Hate, weil wir brauchen Uro Hate. Ganz einfach der Klassiker, 4 Leyline of the Void. Groß was anderes spielen macht halt wenig Sinn. Surgical kostet 1. Wir wollen unsere Chalice auf 1 legen. Kommen wir zu der Toolbox, die wir durch unseren Khan haben. Nämlich Khan ja Zugriff aufs Sideboard. Dadurch wird das Sideboard sehr, sehr hart überfrachtet von Artefakten. Da haben wir zum einen die Walking Ballista, eine XX-Kreatur, die mit X plus 1 plus 1 Marken ins Spiel kommt, sonst ein Buddy von 0 hat. Und für 4 Mana bekommt die eine plus 1 plus 1 Marke. Und man kann eine plus 1 plus 1 Marke runternehmen, um einen Schaden zu schießen. Ist halt eine solide Strategie, um gezielt Kreaturen loszuwerden. Gegen Death in Texas zum Beispiel Talias. Wenn das Spiel ewig geht, kriegt man mit dem 4 Mana eine plus 1 plus 1 Marke drauflegen, halt nach und nach sukzessiv die Leben vom Gegner runter. Nummer 1. Nummer 2. Tomb's Crypt. Für 0 Mana einfach tappen, opfern und den Friedhof von einem Spieler entfernen. Dann sind wir bei CMC 2 angekommen. Für 2 Mana das Liqui Metal Coating. Das ist ein Artefakt, was sagt, tappen und ein permanentes wird zusätzlich ein Artefakt zu allen anderen Typen bis zum Ende des Zuges. Das ist gerade mit dem Khan sehr, sehr broke, weil das eine kleine Combo ist, wenn man das Liqui Metal Coating raussucht und einen Zug später spielt, ausspielt, tappt und ein Land vom Gegner targetet und dann den Khan plust mit dem Plus 1 Effekt und das Land wählt, macht man das Land zu einer 0-0er Kreatur, weil die CMC von dem Land sind ja 0. Also stirbt das Land. So kann man halt sukzessive die Länder vom Gegner wegräumen. Ist im Endeffekt ein bisschen wie eine Strip-Miner. Was man damit halt auch machen kann, ist in der Upkeep zum Beispiel Planeswalker zu Artefakten zu machen, um die Plus-Effekte, also überhaupt die Aktivierung zu unterbinden. Dann haben wir noch für CMC2 das Source of Spyglass. Ist halt einfach nur für 2 Mana. Beim ETB guckt man sich die Hand des Gegners an
und wählt irgendeinen Kartennamen und aktivierte Fähigkeiten von dieser Karte können nicht mehr genutzt werden, außer es sind Mana-Fähigkeiten. Meistens halt Planeswalker, aber halt auch mal einfach Länder. Dann haben wir noch eine Ensnaring Bridge im Sideboard. Das ist die vierte im Deck. Halt auch einfach, um die Möglichkeit zu haben, mit dem Khan auf dem Board auf eine Ensnaring Bridge zuzugreifen und so den Khan zu beschützen. Dann habe ich noch den Helm of Obedience drin. Ist halt ein 4-Mana-Artefakt, wo man X bezahlen kann und den tappt. Und dann mildt der Gegner so lange Karten, bis er entweder eine Kreatur in den Friedhof gelegt hat oder X Karten. Wenn dabei eine Kreatur in den Friedhof gelegt wird, kriegst du die unter deiner Kontrolle ins Spiel und der Helm wird geopfert. Ist mit der Leyline halt relativ gut, weil nie eine Karte in den Friedhof geht. Das heißt, du aktivierst den Helm für 1 und nie wird eine oder mehr Karte in den Friedhof gelegt oder eine Kreatur kommt in den Friedhof. Also millst du einfach das komplette Deck des Gegners ins Exile. Also ist halt immer eine Karte eigentlich als Combo gesehen im Sideboard, aber hat auch eine Karte, die noch einen anderen Nutzen haben kann. Und die letzte Karte im Sideboard, Mycosynth Lattice, ist eigentlich die Key-Karte im Sideboard. Ist ein 6-Mana-Artefakt und alle Permanenten sind zusätzlich zu ihren Typen Artefakte. Und alle Karten, die nicht ins Spiel sind, sind colorless. Und dann noch, dass Spieler Mana benutzen können, als wäre es Mana von irgendeiner Farbe. Der wichtigste Parsis ist der erste Parsis, weil wenn wir mit dem Khan auf dem Feld die Lattice aus dem Sideboard holen und spielen, kann der Gegner keine Länder mehr für Mana tappen. Keine Kreaturen mehr aktivieren, keine Planeswalker aktivieren. Es ist also in dem Sinne ein kompletter Lock. Uns tangiert es nicht, weil bei uns zwar Artefakte existieren, wir aber von dem Effekt des Khans nicht tangiert werden. Und ein positiver Effekt dabei ist halt auch noch, dass Karten, die nicht im Spiel sind, colorless sind. Force funktioniert nicht mehr, Force of Vigor funktioniert nicht mehr, überhaupt die ganzen Force of funktionieren nicht mehr, weil man muss dafür eine farbige Karte pitchen. Ist im Endeffekt dann Lockpiece. Der Lock bricht eigentlich nur dann, wenn man die Aggressivität vom Gegner unterschätzt hat und der Khan stirbt auf irgendeine Art und Weise. Oder der Khan oder der Gegner sich halt in Response auf den Cast vom Lattice farbiges Mana in den Pool tappt und es dann entweder den Khan oder das Lattice, sobald es resolved, zerstört. So viel zum Sideboard. Ich würde jetzt noch ein paar Maybe-Karten aufsagen. Kommen wir erstmal zu Maybe-Karten fürs Mainboard. Die Main-Karte da drin sind halt die Prison-Teile, wie der Blood Moon. Und der Blood Moon hat ja einen kleinen Bruder. Das ist die Blood Sun. Ist ein 3-Mana-Enchantment für ein rotes und 2 farblose. Beim ETB zieht man eine Karte und alle Länder verlieren ihre Fähigkeiten, außer die Mana-Fähigkeiten. Zum Vorteil, bei uns wird die City of Traitors nicht mehr geopfert, wenn ein Land ins Spiel kommt. Wir kriegen aber trotzdem immer noch von dem Menschentum 2 Schaden. Ist eine Karte, die in manchen Listen dann einfach den Magus of the Moon ersetzt, wenn es wichtig ist, dass durch einen 2-Schaden-Pinger unser Lockpiece nicht weggenommen werden kann. Dann habe ich eben schon von mehr Goblins gesprochen. Das ist der Legion Warboss. Legion Warboss ist ein 3-Mana-Goblin, der 2-2 ist. Beginning of Combat kommt ein 1-1 Goblin-Spiel und der hat bis zum Ende des Zuges Eile. Bei ihm muss er nicht angreifen. Nicht wie beim Rebel Master. Wenn der Rebel Master auf dem Board liegt, natürlich schon, aber normalerweise nicht. Und der hat Mentor. Das heißt, wenn der angreift, kriegt eine Kreatur, die weniger Stärke hat, eine +1/+1 Marke. Das heißt, die ganzen Goblins, die er ins Spiel bringt, werden nach und nach alle 2-2er. Vom Push-Potenzial, vom Aggressionspotenzial ein bisschen unter dem Rebel Master, weil der Rebel Master einfach viel, viel stärker skaliert, wenn er mit angreift, bringt dafür aber wesentlich mehr stärkere Kreaturen ins Spiel. Hat einen anderen Angle of Attack, kann man halt auch einfach mal 4 von spielen oder 3 von spielen, wenn man eine sehr, sehr aggressive Liste spielen will. Kommen wir zu Maybe-Karten, die man ins Sideboard tun könnte. Zum einen, eigentlich ein Klassiker unter den roten Karten, Sulfur Elemental. 3 Mana, 2-3 Elementar. Für ein rotes und 2 farblose mit Flash, Split Second und weiße Kreaturen bekommen +1/-1. Wichtig hierbei der Split Second.
Da kann man nicht mehr wirklich drauf reagieren, außer irgendwas triggert ihr auf dem Board. Der Parsis mit weiße Kreaturen bekommen plus 1, minus 1 ist halt sehr, sehr wichtig. Gerade dadurch, dass man damit halt Muttis abräumt, Talias wegbekommt und einen ganzen Batzen anderer Kreaturen, die halt weiß sind, die nur 1 sind. Dann haben wir hier noch ein Removal, Magmatic Sinkhole. 6 Mana Spell für 5 farblose und ein rotes mit Delph. Das heißt, wir können unseren Friedhof leer räumen, um den auf 1 Mana zu reduzieren. Und der schießt halt 5 Schaden an einer Kreatur oder einem Planeswalker. Ist halt gerade, wenn Planeswalker relativ viel unterwegs sind oder große Kreaturen, ein Zauber, den man mal auf jeden Fall drin haben kann, um einfach mal so im Vorbeigehen irgendwas wegzuräumen. Apropos Kreaturen oder Artefakte loswerden: Abraid. 2 Mana für ein rotes und ein farbloses Instant, entweder 3 Schaden an einer Kreatur oder ein Artefakt zerstören. Ja, eigentlich auch wieder so ein Klassiker, Sideboard-Karte gegen gerade Death in Texas oder so, wo man mal beides braucht oder wo man nur eines braucht, kann man immer wieder schön mit reinnehmen, ist eine schöne Karte. Auch eine schöne Karte ist der Scrapclam Berserker. Ist ein 3-Mana-Dude für mit 2-2 für 2 rot und farbloses und Eile. Der hat Reown 2. Das bedeutet, wenn der einem Spieler Kampfschaden zugefügt hat, bekommt er eine +1/+1-Marke. Wenn der nicht Reowned ist, also keine +1/+1-Marke hat. Und der Passus von ihm ist halt auch, wenn ein Gegner einen Nicht-Kreaturenzauber spielt, schießt der ihm 2 Schaden. Ist gerade gegen Kontroll-Matchups eine sehr, sehr gute Karte. Kommen wir zu den Maybe-Karten für das Sideboard, für speziell die Toolbox für den Khan. Da haben wir mal ganz am Anfang oft mal im Sideboard gesehen, eine große Schmelze. Ein Artefaktland, was einfach nur ein rotes Mana produziert. Ist halt einfach nur, um zur Not halt einfach mal, wenn man nur 5 Mana hat, die Lettis aber braucht, den Khangrad minusen, um die große Schmelze zu suchen, um sicher nächste Runde das Mana zu haben, um die Karte zu casten zu können. Eine andere Sideboard-Karte, die man spielen kann, ist ganz klassisch die Ratchet Bomb. 2 Mana Artefakt. Man kann es tappen und eine Charge-Counter drauflegen oder tappen, opfern und alle Non-Land-Permanents, die Convert-Mana-Cost gleich der Charge-Counter auf der Ratchet Bomb haben, zerstören. Immer noch eine gern gesehene Sideboard-Karte. Dann haben wir noch sowas Schönes wie ein Topo-Orb. Topo-Orb, 2 Mana Artefakt und unterbindet alle ETBs, ist halt einfach nur, wenn man jetzt gerade zum Beispiel gegen Esper Weil oder so spielt, kann der was bringen. Ist halt eine Karte, die man wissen muss, wo man sie reinspielt, in welchem Meta. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel in Local Game Store spielt und da 3 Leute mit Esper Weil rumlaufen, kann man die gerne mal mitnehmen. Und dann haben wir noch eine Karte, die ich noch ausprobieren werde, die ich von der Idee her sehr, sehr schön finde. Bottled Cloister. Das ist ein 4-Mana-Artefakt und besagt, dass man zu Beginn der Upkeep des Gegners die Hand removed, face down, also der Gegner sieht die Karten auch nicht, und zu Beginn der eigenen Upkeep die Karten wieder auf die Hand nehmen kann und eine Karte zieht. Das bedeutet, in dem Gegnerzug hat man keine Handkarten, was gerade hinter einer einzelnen Bridge sehr, sehr wichtig ist, weil mit 0 kann nichts angreifen, plus die Handkarten sind safe vor Discard und man hat halt den zusätzlichen Draw in der Upkeep. Das war mein Deck-Tag zu Mono Red Prison. Wie gesagt, im Endeffekt halt ein Prison-Deck, was verschiedenste Varianten hat, aggressive Varianten, sehr, sehr kontrolllastige Varianten. Ganz früher halt auch als Dragon Stompy bekannt, hat sich daraus jetzt komplett rausentwickelt mit den Chandren, mit dem Khan, mit der Toolbox im Sideboard und ein sehr, sehr versiles Deck. Alles klar, dann danke für Zuhören und ich denke mal, bis demnächst.